Knospen und ihre Höhle vernichten könntet. Wo denn? Sind echt gute Abenteurer. Fühlt euch wie zu Hause. Übrigens, Lust auf Arkomage? 100er Turm ist die Regel und den werden wir brauchen, weil wir haben eine riesige Mauer und dementsprechend tut mal was für euren Turm, bis ihr diese Mauer runter habt. Muss ziemlich viel passieren. Okay. Naja, wir können ja mal wieder eine Runde wagen, aber ich habe leider kein Geld dafür. Naja, kriegen wir erstmal... Okay, ich sehe gerade das Gimmick dieser Runde. Wir haben zu Anfang schon sehr, sehr viele Kerker, aber kaum Bricks und kaum Gems. Heißt, dafür müssen wir sorgen. Dann sorge ich mal für uns beide dafür, damit wir beide was davon haben. Noch mehr Kerker, warum auch nicht. Anscheinend habe ich... Jetzt hat er unsere Dinge wieder weggemacht. Bist du irgendwie doof oder so? Ich hau die mal hier runter, weil du hier irgendwie nicht so ganz kapierst, worum es hier geht. Und deshalb hau ich jetzt alle deine Sachen hier mit meinem grünen Zeug voll und hau das immer weiter für dich runter. Ja, du kannst nicht deine Hose weit machen, wie du willst. Ich hau dir das immer weiter runter. Mir ist das egal. Ich hau mir die ganzen grünen Karten hier drauf. Oh, der ist einer plus ein Magie. Den holen wir jetzt natürlich auch. So, mal gucken. Fünf Turm. Nee, ich will eigentlich keine Ziege verlieren. Ziege verlieren wäre jetzt nicht so cool. Oh, aber Steinbrücke hätte ich gerne. Macht er mir natürlich sofort wieder kaputt. Noch mal einfach noch mehr Kerker. Durch 150 Ressourcen kann ich ja anscheinend auch gewinnen. Aber ich muss dafür sorgen, dass mein Turm nicht komplett runtergeht, weil für sowas muss ich natürlich aufpassen. Weil er kann ja nicht die ganze Zeit... Ja, selber schuld, wenn du die Karte spielst. Was erwartest du? Was erwartest du, mein Freund? Erstmal den Drachenturm spielen, weil davon kann ich mir das nicht leisten. Und Edelsteine verlieren. Nö, aber ich hau mal sein Dings hier runter. Okay, versuch mir mal. 8 Schaden am Turm, 3 Schaden am Turm. Okay. Das ist eine sehr, sehr unlogische Übersetzung, weil da wird der eigene Turm in dem Moment gemeint ist. Oh, da ist noch eine Magie. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und machen unsere Weile noch mal ein bisschen größer. Wir können uns das gerade leisten, weil wir kriegen ja jetzt genug davon. Leider haben beide Parteien kaum Steinbrüche. Das muss man einfach mal so festhalten. Das ist ein Problem, weil so kommen wir beide nicht weiter. Aber wir können mal unseren Turm ein bisschen runterhauen. Ja. Du mach mal dein Kram hier. Ja, mach doch deinen Scheiß. Okay. Woher kam das jetzt nochmal? Ich glaube, ich weiß es wieder. Ich glaube, das war... Mir ist der Name gerade entfallen. Wie traurig. Das ist gerade echt traurig. Vielleicht fällt er mir später wieder ein. So. Mach doch deinen Scheiß. Oh, schön. Ja, so ist es um 3:45. Wir hatten ja auch schon wieder eine halbe Stunde dabei, das hier aufzunehmen. So kann es manchmal bei mir passieren. Die launischen Goblins. Das Einzige, was wir bis jetzt getan haben, ist Arkomage spielen. Und uns ein bisschen Rabenbucht angucken. Aber auch das gehört halt dazu. Auch das ist Teil des Spiels. Und ich mache das aber wirklich sehr gerne. Na, diese Karte brauche ich nicht unbedingt. Aber ich mache gerne meinen Turm ein bisschen größer. Und jetzt sammeln sich langsam die roten Karten. Und ich weiß langsam nicht mehr, was ich tun soll. Ja. Mal gucken. Ich hau langsam seinen Turm weiter runter. Das könnte ich tun. Und für mehr Wall sorgen, weil... Oh, das ist jetzt aber unfair, dass du jetzt hier so eine Karte kriegst. Dann nehme ich erstmal die Gleichheit raus und versuche meine Mauern hochzubauen. Ich hätte aber wirklich gerne eine Dingenskarte. Eine hier Steinbruchkarte. Oh shit, ey. Dann mache ich dir mal deine Magie-Wings kaputt, damit du davon nicht so viel hast. Und ich hau dann wieder meinen Turm weiter hoch. Ach, fuck, ey. Jetzt hat er den totalen Steinbruchvorteil. Ich kann mit dem ganzen Kram hier gar nichts anfangen. Wirklich nicht, gar nichts. Bringt mir nichts. Scheiße. Bringt mir nichts. Kann ich alles wegwerfen, weil ich jetzt alles nur volle rote Karten habe. Und ich kann mit roten Karten jetzt gerade nichts anfangen. So. Ja, das ist natürlich eine geile Karte, wenn ich keinen Ball habe. So. Jetzt habe ich natürlich Mutter-Ding ins Gang. Da kriege ich plus zwei Steinbrüche dazu, wenn der Gegner mehr hat. Das ist eine ziemlich geile Sache. Nur jetzt bin ich leider völlig offen gegenüber feindlichem Feuer. Das ist natürlich sehr uncool. Ich glaube, mit 300 Monstern gewinne ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hoffe mal, dem ist so. Ja, okay. Ich muss mich hier ein bisschen schützen. Ich glaube, wenn ich 300 habe, dann gewinne ich. Aber kann mich natürlich auch täuschen. Aber ich glaube, mit 300 habe ich gewonnen. Clown! Ich habe ja alles geklaut, ey. Alles, was er haben wollte. Clown! Clown einfach noch mehr.
So, und dann machen wir meine Mauer nochmal ein bisschen höher. Und dann sollte ich die nächste Runde gleich gewonnen haben. Ja, das war's. 300 Ressourcen gehabt und somit habe ich diese Runde mal auf die sehr, sehr seltene Art und Weise gewonnen, auf dem man sowas eigentlich gewinnt. Bitte sehr. Wie warst du eigentlich, wenn du das nicht haben willst? Warum sprichst du mich überhaupt an? So macht er. Okay, finde ich sehr witzig. Jo, verfehlten überhaupt Feindentschärfen lernen? Wen kann ich das denn überhaupt beibringen? Ich schätze mal, das werde ich nachher der Dunkelelfin beibringen. Sehe ich so kommen, dass die das nachher lernen wird. Ja, so schnell haben wir auch mal Angoku Match gewonnen. Hier ist unser Axtmeister mit seinem Experte und Großmeister. Immer schön zu wissen, wo die sind. Dieses Gesicht kennen wir. Diese Gesichter, das ist eins von den Gesichtern, die uns auch als Partymitglied mitkommen können. Auch das gibt es. Ich habe aber immer noch nicht den Trainingsplatz gefunden. Jetzt muss ich mal kurz... Ich scroll mal kurz an meinen anderen PC gerade hier ein bisschen runter und versuche mal rauszufinden, wo das ist. Ja, Haus in Moria. Ich hätte schwören können. Ich hätte ja schwören können, dass es hier einen Ausbilder gibt. Aber anscheinend... Anscheinend bin ich hier ein bisschen fehlberat. Mal gucken. Okay, ich habe mal auf die Karte drauf geguckt. Und angeblich ist ungefähr nordöstlich ein Trainingscamp irgendwo angelegt. Ich muss noch mal ganz genau gucken. Also irgendwo hier soll das sein. Was zur Hölle? Hier ist geschlossen. Im Ernst? Hier an den kleinen Pisseck? Okay. Machen wir. Warum auch nicht? Gehen wir mal aus. Wir haben gerade erst mit der Ausbildung begonnen. Jo, wir können uns das leisten. Großartig. Wir gehen erstmal alle auf Level 5, weil wir können großartig. Das einfach. Großartig. Jo. Großartig. Jo. Großartig. Jo. Großartig. Jo. Okay, alles klar. Wie ihr seht, der geht erstmal unser lieber Mexican Touch. Erstmal ein bisschen Ausbildung im Schwert und ein bisschen was in Bodybuilding. Und natürlich im Leder und im Schild. Okay, da alles mal ein bisschen hochgepimpt. Das muss natürlich auch sein. Obwohl, Leder brauchen wir nicht so dringend, aber naja, was soll's. So, wie gesagt, Schwert können wir ihn gleich auf Experte bringen, wenn ich die Expertin wiederfinde. So. Der liebe Experte des Schwertes ist irgendwo hier drüben. Ich glaube, der war sogar im Haus hier gewesen. Ja, ja, das ist sie definitiv. So, was bringt uns Experte im Schwert sein? Fertigkeit verkürzt die Erholungszeit. Wir kloppen jetzt öfters zu. Und ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wie lange ich unseren lieben Freund hier drin haben werde. Ich kann es auch nicht sagen. Also lange wird er nicht mehr mit dabei sein. Das kann ich euch insofern versprechen, dass ich das weiß. Weil, ist so. Ich könnte auch eigentlich schon einen Ausritt machen. Ich könnte eigentlich einen wirklich sehr, sehr großen Ausritt schon machen, aber für den Moment noch nicht. Körpermagie holen wir mal als allererstes nach oben. Das wird relativ wichtig werden. Reparieren wirst du nicht lernen, Talimer. Du wirst dich mehr auf deine Magie hier konzentrieren und wirst auch in Kette besser werden. Schild kann ich dir auch noch einmal geben. Das sind so ein paar Dinge, die muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Feuermagie, jo, machen wir mal. Machen wir mal hoch. Vampirfertigkeiten können wir auch mal. Boah, machen wir den Dolch. Okay, machen wir den Dolch erstmal hoch. Und hier bei dir können wir die Platte ein bisschen mehr, dass du ein bisschen mehr aushältst. So. So, jetzt wo wir Experte Feuermagie werden können, müssen wir nochmal hier rüber gehen, weil irgendwo hier war der andere Spinner gewesen. Irgendwo hier drüben, nee, das war der Meister, der Experte der Meditation. Muss das Haus hier drüben irgendwo gewesen sein. Ja, hier können wir nicht nur Feuerexperte werden, dadurch verbessert sich unsere Feuerzauber natürlich. Fackellicht macht jetzt ein helleres Licht. Und das ist ehrlich gesagt mehr wert, als es sich anhört, weil Fackellicht und magisches Auge... Das ist ein Team, das will man immer wieder gerne bei sich haben. Wer bist du denn? Wir führen nur die besten Tränke. Okay, gut, du machst mir Angst. Ich gehe doch nicht mehr zu dir hin. Du bist mir einfach zu gruselig. Ja, dieser Ort, der ist doch ganz putzig hier. Würde ich mal sagen. Und falls es euch wundert, warum ich das hier alles so unregelmäßig verteile zwischen den Charakteren mit den Tonnen, die beiden hier nichts abkriegen, dann ist es wirklich nur deshalb, weil ich weiß, dass das nicht meine Sternertruppe sein wird. Verschlossen. 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 Gehen wir. Verschlossen. 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 Die Tür ist gesichert. Was? Die Tür ist gesichert. Nochmal bitte. Die Tür ist gesichert.
Also die Tür ist echt gut gesichert, muss ich sagen. Da hast du völlig recht. Verschlossen. 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 Die Tür ist gesichert, war der beste von allen Sprüchen, weil das auch eindeutig eine Tür ist. Ja, gut, das haben wir schon alles gehört. So, ich gehe jetzt nochmal am besten rüber. Wo ist sie? Wo ist mein lieber Freund die Kirche? Hier könnt ihr übrigens natürlich auch hier alles updaten. Das sind automatische Wegpunkte, die das Spiel freundlicherweise für euch macht. Das habe ich euch jetzt eben noch gar nicht gezeigt, dass ich hier eben hingegangen bin. Hier seht ihr, das ist exklusiv hier bei dem Spiel, alle Händler, alle Lehrer, die es hier irgendwie gibt, die werden hier aufgezeichnet. Da könnt ihr draufklicken und seht sofort, wer da ist. Also es kann eigentlich nichts Besseres für euch geben, ehrlich nicht. Also ist einfach der Hammer. Na ja, gut, und hier ist der Tempel, wo ich hin will. Heißt, ich muss ja mal kurz nochmal rübergehen. Und dann würde ich mal sagen, da haben wir uns ja auch mal ein bisschen umgesehen. Ja, hat uns das auch ein bisschen gut getan. Wir wollen nochmal den Mexican Touch wenigstens wieder heile kriegen. Und ja, Mexican Touch wird früher oder später auch in diesem Let's Play wieder irrsinnig werden. Da kommt der arme Kerl gar nicht drum rum. Und wie soll ich sagen, da ist ein Baumstumpf. Man weiß manchmal nie, wenn man so komische Gegenstände sieht, die einen irgendwie so ein bisschen fragen, was soll der Scheiß hier? Dann muss er auch manchmal draufklicken. In den allerseltensten Fällen unser ist da auch Heiligtum mal was hinter. Heiligtum steht euch offen. Hab ich gerne gemacht. Dann spenden wir nochmal ein bisschen Geld. Unser Segen sah euch gewiss. So, jetzt hat unser Typ hier ein paar Sachen bekommen. Eile, Heldentum, Schild und Steinhaut. Das macht uns. Der Schädel hat jetzt auch eine andere Farbe bekommen. Also die beiden Symbole verändern sich je nachdem immer so ein bisschen. Das ist in dem Sinne witzig bei Eile der behindertste Zauberspruch überhaupt, wenn man selber nicht Eile hat. Weil wir die 1 Stunde 42 abgelaufen sind, da haben wir ein Problem. Benötigt ihr eine Kutsche? Nein, momentan noch nicht. Aber ich weiß, was ich tun werde. Ich glaube, ich ziehe das jetzt einfach durch. Leute, ich mache jetzt etwas, das macht man eigentlich nicht, okay? Ich mache jetzt etwas, das tut man eigentlich nicht so einfach in dem Spiel, aber ich weiß, dass es geht. Aber es ist etwas, was ich für meine Teamvorbereitung brauche. Benötigt ihr eine Kutsche? Nein, da will ich auch nicht hin. Ich will woanders...